Bolivien liegt im Zentrum Südamerikas und repräsentiert ein multikulturelles und vielsprachiges Land. Wie ein Schmuckstück ist es umgeben von unergründlichen Wäldern und einer Bergkette. Seine Wirbelsäule ist die Andengebirgskette. Bolivien vereinigt alle klimatischen und geografischen Kontraste der Welt und hat einen einzigartigen Reichtum in seiner Flora und Fauna. Die Chiquitania, die Salzwüste Uyuni mit den größten Lithiumvorkommen der Erde, der Karneval in Oruro, der schneebedeckte Illimani, die Inka-Ruinen von Tiwanaku und der Titicacasee sind die wichtigsten Touristenattraktionen des Landes. Der Reichtum Boliviens gründet in seinen enormen natürlichen Ressourcen: Gold und Silber, Zinn und Gas, Erdöl und Lithium. Aber der größte Schatz, der dieses Land prägt, sind seine Menschen. Es sind die Bolivianer mit ihrer Lebensfreude, der volkstümlichen Religion, der Fähigkeit zu leiden, dem Familiensinn und der Gastfreundschaft. Die Schönheit und der Reichtum Boliviens stehen im krassen Gegensatz zur großen Armut der Mehrheit der Bevölkerung. Bolivien ist eines der ärmsten Länder unserer Erde und das zweitärmste Land Südamerikas. Von den 11 Millionen Einwohnern leben mehr als die Hälfte in Armut, ohne eine menschenwürdige Wohnung und ohne finanzielle Mittel für die Erziehung und die ärztliche Versorgung der Kinder. 20% der Bolivianer leben in extremer Armut und ohne das tägliche Brot. Dazu kommt die soziale Problematik der hohen Arbeitslosigkeit, des Analphabetismus, der stark männlich geprägten Kultur und des großen Konsums von Drogen und Alkohol. Die Armut Boliviens ist das Kreuz unzähliger kinderreicher Familien, die in ärmlichen Behausungen leben, meistens ohne Licht und Wasser. Weil die Armut oft die Ehrfurcht und das Wertgefühl verlieren lässt, kommt es häufig zu innerfamiliärer Gewalt, meist gegen die Frau und gegen die Kinder gerichtet. Dazu kommt der Alkohol, der viele Familien zerstört. Ein konkretes Beispiel für die Armut einer Familie finden wir bei Wilfredo und Rocío mit ihren 4 Kindern, von denen das jüngste geistesbehindert ist. Wilfredo arbeitet als Parkwächter am Krankenhaus Arcoiris. Sein spärlicher Verdienst reicht nicht aus, um seine Familie zu ernähren, die in einem kleinen Zimmer haust, in dem ein Bett steht für alle 6 Familienmitglieder. Ich war ein Waisenkind. Meine Eltern sind früh gestorben. Niemand hat mir geholfen. Ich habe Arbeit gesucht, aber ich konnte keine feste Arbeitsstelle finden. Also habe ich als Schuhputzer angefangen. Von dem kleinen Verdienst konnten wir nicht leben. Wir hatten nichts zu essen. Bei Fußballspielen und Konzerten habe ich den Besuchern Bonbons verkauft. In dieser kleinen Hütte mit nur einem Zimmer wohne und lebe ich mit meiner Frau und unseren 4 Kindern, seit 6 Jahren. Wir schlafen alle 6 in einem Bett. Dann habe ich als Schuhputzer vor dem Hospital Arcoiris gearbeitet. Dort habe ich Padre José kennengelernt. Er hat mir geholfen. Jetzt arbeite ich als Parkwächter. Kinder und Jugendliche bilden mehr als die Hälfte der Bevölkerung Boliviens. Eines der traurigsten Gesichter der Armut dieses Volkes sind die Straßenkinder. Allein in der Millionenstadt La Paz, dem Regierungssitz, gibt es schätzungsweise 30.000 Kinder, die auf der Straße und von der Straße leben. 7.000 davon gehen nicht in die Schule und etwa 2.000 leben total verlassen und ohne familiäre Bindungen. Geboren in Armut, aufgewachsen ohne Liebe, ihrer Kindheit beraubt und oft ohne Zukunft.
Ihr Zuhause ist die Straße. Manche Straßenkinder haben noch nie in ihrem Leben Mutter zu einer Frau oder Vater zu einem Mann gesagt. Sie leben und überleben von Gelegenheitsarbeiten, vom Betteln und einige vom Stehlen. Viele Mädchen leben und verdienen ihr Geld mit der Prostitution. Die jüngsten sind gerade 10 Jahre. Ein Beispiel unter ihnen ist Franziska. Wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre. Seit wann arbeitest du als Prostituierte? Seit vor einem Jahr, als ich 11 war. Wie viel verdienst du dabei? Der Geschlechtsverkehr kostet 80 Cent. Die Hälfte ist für mich und die andere Hälfte für den Mann, der auf mich aufpasst. Nachts schlafen viele Kinder und Jugendliche unter freiem Himmel. Auf der Straße, auf Müllhalden, in Parks, unter Brücken und in leeren Grabnischen auf dem Friedhof. Die Kinder nennen diese Orte scherzhaft das Hotel der 1000 Sterne. Ich habe kein Zuhause, kein Dach über dem Kopf und kein Bett. Mir fehlt das tägliche Brot. Keiner hat mich lieb. Ich habe keine Eltern und bin allein. Unzählige Kinder wachsen ohne Liebe und emotionale Geborgenheit auf. Viele gehen buchstäblich unter in Alkohol, Drogen und Prostitution. Und nicht wenige werden kriminell. All diese Kinder haben eines gemeinsam: die Wunde des Nichtgeliebtseins. Oft werden sie in der Gesellschaft einfach Wegwerfkinder genannt, als wären sie Müll, wertlos und ohne Zukunft. Die Wunde, die ihnen noch mehr wehtut als der Hunger, ist ein Leben ohne Zuhause und ohne Liebe. ...1994 entsteht die Fundación Arcoiris, zu Deutsch Stiftung Regenbogen. Der deutsche Pfarrer Josef Neuenhofer, zu der Zeit Pfarrer eines großen Armenviertels in La Paz, gründet dieses soziale Werk. Auf Bitten seines Erzbischofs und als Zeugnis seines Glaubens und seiner sozialen Sensibilität fasst er den Entschluss, an der Seite und als Helfer tausender armer und verlassener Kinder zu leben und zu arbeiten. Viele davon sind Waisen oder Opfer von Misshandlung und Gewalt. Andere haben Vater oder Mutter im Gefängnis und fast alle leben auf und von der Straße. Sehr schnell findet der Hilferuf von Padre José ein Echo in guten und hilfsbereiten Menschen. Heutzutage ist die Regenbogenstiftung ein großes Hilfswerk in der Millionenstadt La Paz, in dem Sozialarbeiter, Lehrer, Psychologen, Ärzte und freiwillige Helfer sich einsetzen im Dienst an den verlassenen und ungeliebten Kindern und Jugendlichen. Das Hilfswerk fand seinen Namen und sein Erkennungszeichen im Regenbogen, einem biblischen und vielfarbigen Symbol, einem Zeichen der Hoffnung und des Friedens, das Himmel und Erde verbindet und Gott mit den Menschen vereint. Die Regenbogenstiftung ist ein soziales Werk der katholischen Kirche, die gemeinnützig arbeitet und die staatliche Anerkennung der bolivianischen Regierung besitzt. Sie begleitet unzählige Kinder und Jugendliche und schenkt ihnen Halt und Hilfe, die durch die Wunde des Ungeliebtseins zu den Ärmsten der Armen zählen. Sie vermittelt den Kindern und Jugendlichen ein Selbstwertgefühl und ein Lachen als Zeichen des Glaubens an die Zukunft. Denn das Lachen der Kinder ist die Musik der Zukunft. Die Fundación Arcoiris bemüht sich, auf die vielen und sehr verschiedenen Probleme der Kinder und Jugendlichen eine Antwort zu geben. Mit 8 Heimen und zahlreichen Projekten helfen wir sozial benachteiligten Familien und etwa 6.200 jungen Menschen. Etwa 300 Kinder wohnen intern in unseren Heimen. 1.000 bekommen täglich eine warme Mahlzeit und etwa 1.200 werden bei ihren Schulaufgaben begleitet. So ist unsere Stiftung zu einem Zeichen der Hoffnung und zu einer großen Familie geworden, die den Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft verspricht. Die Regenbogenstiftung hat 3 Teile: die sozialen Projekte, die Produktions- und Ausbildungsstätten und das Krankenhaus. Die sozialen Projekte. Zu den sozialen Projekten der Stiftung gehören 8 Heime, in denen Kinder und Jugendliche ein liebevolles Zuhause finden und durch eine befreiende Erziehung zu menschlicher Würde und Reife begleitet werden.
Dazu gibt es eine Menge von Projekten, die unabhängig von den 8 Heimen existieren. Das zentrale Haus der Regenbogenstiftung ist die Casa de Paso, wo 13 Projekte unter einem Dach beherbergt sind, als Hilfe für die Straßenkinder. Ein Team von qualifizierten Fachleuten verschiedener Berufe begleitet die Kinder und Jugendlichen und versucht, diese vom Konsum von Drogen und Alkohol abzuhalten. Seit 1995 kommen Volontäre und Volontärinnen nach Bolivien, zurzeit jährlich etwa 20, die sich mit ihrem jugendlichen Idealismus in den Dienst der Ärmsten der Armen stellen. Das Freiwillige Soziale Jahr schenkt diesen Jugendlichen wertvolle Erfahrungen für ihr Leben. Und oft empfangen diese mehr, als sie selbst geben. In Deutschland haben die Freiwilligen einen eigenen Verein gegründet, um die Regenbogenstiftung dort zu repräsentieren und um ihr zu helfen. Psychologen, Erzieher, Sozialarbeiter und Volontäre gehen täglich von der Casa de Paso auf die Straße und suchen dort verlassene Kinder und Jugendliche. Sie versuchen zuerst, deren Vertrauen zu gewinnen, was sehr wichtig ist, um ihnen Freund zu werden und helfen zu können. Eine Hilfe für die Straßenkinder ist auch die Gesundheitsberatung. Zumal in den letzten Jahren die Zahl der AIDS-infizierten Jugendlichen in erschreckendem Maße gestiegen ist. Das Personal der Casa de Paso hilft ebenso bei der Resozialisierung und Alphabetisierung und ist motiviert zum Schulbesuch, wobei die Kinder und Jugendlichen bei den Schulaufgaben Begleitung und Hilfe erfahren. Im Haus Refugio, zu Deutsch Zuflucht, finden junge Mütter zwischen 10 und 20 Jahren ein Zuhause, die Opfer von Gewalt und Vergewaltigung wurden und die mit ihren Kindern nirgendwo willkommen sind. Im Heim Niña Sobrajes ist für 120 Mädchen Platz, die Waisenkinder sind oder ihre Mütter im Gefängnis haben. Alle Heimbewohner gehen zur Schule und beginnen mit 16 Jahren eine Berufsausbildung, gemäß ihren Wünschen und Talenten. Ich heiße Ana Maria und war ein Straßenkind. Meine Eltern haben mich in einem Pappkarton auf einem Friedhof ausgesetzt. Liebe habe ich als Kind nie erfahren. Als Jugendliche war ich Prostituierte und vom Rauschgift abhängig. Und ich hatte alle Laster, die man auf der Straße finden kann. Das größte Leid für mich war der sexuelle Missbrauch und die Vergewaltigung. Unter einer Brücke habe ich gelebt und dort Kälte und Hunger ertragen. Zuerst allein und dann mit meinen Kindern. Schließlich kam ich ins Gefängnis und die einzige Person, die mir geholfen hat, mein Leben zu ändern, war Padre José. Er ist für mich Vater, Bruder und Freund geworden. Ich sehe es als ein Wunder an, dass ich mich mit der ganzen Last meiner Vergangenheit noch ändern konnte. Heute habe ich einen lieben Mann, 3 Kinder, eine Wohnung und eine würdige Arbeit. Ich bin überglücklich und dankbar. Die Casa Esperanza, das Haus der Hoffnung, nimmt 60 Jungen auf, die das Leben auf der Straße hinter sich gelassen haben, in die staatliche Schule gehen und in Gemeinschaft zusammenleben. Auch hier bekommen die Jungen Verpflegung, Kleidung, schulische Begleitung, medizinische Versorgung, Berufsberatung und Ausbildung sowie das Geleit in ein selbstständiges Leben. Einer der Jungen, der in diesem Haus lebte und an einem Nierenleiden starb, war bei seinem Kameraden besonders beliebt. Er hat ein Tagebuch hinterlassen mit folgendem Zeugnis. Unter einer Brücke kam ich zur Welt. Meine Mutter war taubstumm. Sie wurde vergewaltigt und das Ergebnis war ich. Eine Nachbarsfrau zog mich auf, ohne jede Liebe. Mit 7 Jahren bin ich abgehauen und wurde ein Straßenkind. Ich gewöhnte mich ans Rauschgift und überlebte als Bettler und Parkwächter. Ein Karton auf der Straße war mein Bett. Ich war nierenkrank und hatte Epilepsie. Das Schlafen im Freien und der nächtliche Frost haben meine Nieren kaputt gemacht. Eines Tages fand ich die Regenbogenstiftung. Dort wurde ich gut behandelt und fand Freunde. Was aus mir wird, weiß ich nicht.
ich spüre den baldigen Tod. Nie im Leben habe ich zu jemandem Mutter oder Vater gesagt. Meine Gebete kennt nur Gott allein. Ich vertraue darauf, dass er mich rettet und ich ein glücklicher Mensch sein darf in einer besseren Welt. Die Häuser Betania und Periferica, beide in sehr armen Stadtteilen von La Paz gelegen, beherbergen jährlich etwa 600 Kinder und Jugendliche. In beiden Einrichtungen gibt es einen Kindergarten und schulische Begleitung, die durch das tägliche Essen sowie die medizinische und psychologische Betreuung ergänzt wird. Die zwei Häuser bewahren und beschützen viele Kinder vor den Gefahren und den Lastern der Straße. Das Familienprogramm hilft etwa 150 ledigen und alleinerziehenden Müttern in extremer Armut und mit vielen Kindern. Die Familien erhalten eine monatliche Hilfe von 30 Euro, die den Müttern in Form von Nahrungsmitteln oder Schulartikeln gegeben werden. Oft helfen diesen Müttern auch Kleinkredite, um aus ihrem Elend herauszukommen. Produktions- und Ausbildungsstätten. Die Regenbogenstiftung denkt nicht nur an den Augenblick, sondern auch an die Zukunft der Jugendlichen. In Produktions- und Ausbildungsstätten erlernen junge Menschen einen Beruf als Bäcker, Mechaniker oder Schreiner, im Kunsthandwerk oder im Krankenhaus. Sie lernen nicht nur und verdienen ihren Lohn, sondern wachsen auch in Werte oder Tugenden hinein, wie Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ehrlichkeit. Viele Mädchen entscheiden sich für die Handarbeitsabteilung. Sie lernen dort nähen, stricken, sticken und weben. All diese Kenntnisse nützen und helfen ihnen später als Frau und Mutter. Hallo, ich heiße Wladimir Cruz. Seit 8 Jahren bin ich Teil der Fundación Arcoiris. Als ich 4 Jahre alt war, verlor ich meine Mutter. Meinen Vater kenne ich nicht. Früher wohnte ich bei einer fremden Person, die mich ständig misshandelte. Ich wurde zur Fundación Arcoiris gebracht, wo ich ordentlich ernährt wurde und Bildung und Kleidung erhalten habe. Die Möglichkeit, an der Universität zu studieren, nahm ich sofort wahr. Vor einem Jahr habe ich meinen Abschluss bekommen. Zurzeit arbeite ich im Finanzsektor. Mein Traum ist es, weiter zu studieren, in Deutschland einen Masterstudiengang zu absolvieren, mir die deutsche Sprache anzueignen und die deutsche Kultur kennenzulernen. Nach Abschluss meines Studiums möchte ich meinen Freunden in der Fundación Arcoiris helfen. Die Bäckerei Arcoiris ist im Laufe der Jahre zu einem stadtbekannten Unternehmen geworden. Wir an der Deutschen Botschaft kennen und schätzen Pater Neuenhofer und seine Stiftung Arcoiris. Wir versuchen ihm zu helfen, vor allem mit Kleinstprojekten, aber leider reicht das nicht aus, um seine vielen Projekte zu finanzieren. Deswegen danke ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die ihm mit Spenden helfen. Es ist eine sehr wichtige Arbeit mit Straßenkindern, mit armen Familien in Not. Und er trägt auch dazu bei, das Deutschlandbild hier in Bolivien zu verbessern. Danke. Hospital Arcoiris. Das Hospital Arcoiris ist eine Stätte der Zuflucht und Hilfe für besonders arme Menschen und für Kinder, deren Zuhause die Straße ist. Das Krankenhaus Arcoiris ist das Gesundheitsprojekt der Regenbogenstiftung. Es wurde speziell gebaut für die Kinder und Jugendlichen, die auf den Straßen leben und arbeiten, und für Menschen in extremer Armut. Wir fahren jeden Tag mit unseren mobilen Krankenstationen in Schulen und Gefängnisse, wo die Kinder mit ihren inhaftierten Eltern leben, in die Außenbezirke, die Armenviertel und die Provinzen von La Paz. Wir haben über 800.000 Kinder und bettelarme Menschen kostenlos behandeln können. Die drei Arztpraxen auf Rädern, jeweils mit einem Arzt und einer Zahnärztin, fahren in die Armenviertel, die Außenbezirke und auch in die Gefängnisse der beiden Millionenstädte La Paz und El Alto. Maite Mamani ist 9 Monate und wurde auf der Straße geboren. Sie kam todkrank auf die Intensivstation unseres Hospitals. Wir versuchen diesem Kind das Leben zu retten. Für Maite und viele Kinder ist unser Hospital ein Rettungsring und die einzige Hoffnung. Sie haben meine Beine abgeschnitten. Und warum?
So waren sie verbogen. Ich bin mit schiefen Füßen gelaufen. Deswegen wurde ich operiert. Meine Schwester heißt Sulema. Sie hat ihr Kind verlassen, weil es Probleme mit den Füßen hatte. Im Krankenhaus haben sie ihm die Beine amputiert und jetzt werden sie ihm Prothesen geben. In den Haftanstalten wohnen die Kinder bei ihren inhaftierten Eltern unter menschenunwürdigen Bedingungen. Sie werden in den Ambulanzfahrzeugen gratis behandelt. Das Hospital Arcoiris hat in Bolivien einen guten Ruf und wurde als bestes Krankenhaus von La Paz und El Alto und als zweitbestes von ganz Bolivien deklariert. Die Arbeit an der Seite unzähliger armer und verlassener Kinder und Jugendlicher hat mein Leben verändert und mich glücklich gemacht. Oft denke ich an das Wort von Mutter Teresa, die einmal sagte, eine Welt, in der nur ein einziges Kind weniger weint und leidet, ist schon eine bessere Welt. Mich motiviert bei meiner Arbeit das Lebensbeispiel des Jesus von Nazareth, der als armes Kind auf unsere Erde gekommen ist, der Kinder in seine Arme genommen und sie gesegnet hat und der zu den Erwachsenen sagte, ich versichere euch, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt und ihm hilft, der nimmt mich auf und der hilft mir. Herzlich möchte ich allen Personen und Gruppen danken, die uns in so vielen Jahren ihr Vertrauen und ihre Hilfe geschenkt haben. Muchas gracias.